Ja, herzlich willkommen, liebe Bros und Browninnen, zum nächsten Part zu Fable. Und ja, lasst uns mal. Man kann die Sonne fast riechen. Ist es nicht herrlich? Das dunstige, fahle Sonnenlicht. Ja. Das ist Morningwood. Ich hoffe, die Leute, die wir suchen, sind noch am Leben. Warum sollten sie nicht? Weil dieser Ort bei Dunkelheit einer der gefährlichsten Orte Albions ist. Aber gefährlich hin oder her, ich kriege hier Ausschlag. Verdammter Sumpf. Tja, Sumpf hin oder her. Sumpf ist eh so immer so eine Geschichte, aber mir gefällt gerade die Welt hier. Dieses Grün, dieser Sumpf und allgemein dieses Schöne halt. Gefällt mir. Und auch diese schöne Ruine da hinten im Hintergrund. Echt schön gemacht. Wir waren in der Höhle ein gutes Team, oder? Es ist lange her, dass ich in einem echten Kampf verwickelt war. Es war wie an der Seite eures Vaters. Ich habe vergessen, wie es ist, neben Helden zu kämpfen. Ja, wird mal wieder hochgehoben werden hier. Ist ja mal wieder urschön. Ich meine, jawohl, ich fühle mich ja sehr geehrt auf jeden Fall, aber ob wir jetzt der wahre Held sind, das werden wir wahrscheinlich erst noch ein bisschen später herausfinden in dem Spiel. Aber unser Bello hat erstmal was. Nee, nicht die Knarre rausholen. Erstmal untersuchen, würde ich sagen. Ist das erstmal die beste Mission. Die Möglichkeit. So, was haben wir? Altes Reich Geschichtstätowierung, ja. Aha. Wir können uns also schon wieder tätowieren lassen, wie wir wollen. Also unseren Charakter ein wenig verbessern. Oder optisch verfeinern. Jetzt sehen wir ja immer noch aus wie so ein kleiner Pirat. Aber das gefällt mir gerade, das Outfit. So, was haben wir denn hier? Man kann ein Haus dekorieren. Gut, so ein bisschen gespoilert ist er jetzt schon. Also wir können uns anscheinend in dem Spiel doch ein Haus holen. Und okay, das ist cool. Das ist echt cool. Okay, ist nichts Neues in dem Spiel heutzutage, dass man sein eigenes Haus haben kann, sich da ein bisschen kreativ austoben kann. Aber dennoch eine sehr interessante Geschichte für ein Rollenspiel. So. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir müssen gleich da sein. Ich habe das, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen verpeilt, wo wir hin wollen und da, warum. Das muss es sein. Ich würde alles für einen Teller Suppe und ein heißes Bad geben. Ein Teller Suppe. Naja, gut. Ich weiß zwar nicht, was er gerade denkt hier im Sumpf, gerade Teller Suppe. Ich habe gerade wieder etwas Erstaunliches im Buch der Helden gefunden. Ihr könnt nicht nur eure lebendigen Waffen verbessern, sondern auch alle, die ihr findet. Kommt zurück in den Unterschlupf, dann zeige ich euch, wie das geht. Ich bin aber nicht so der Fan von den kleinen Waffen. Von da aus lassen wir das jetzt erstmal. Wir werden uns aber auf jeden Fall darum kümmern. Kommen wir da rein? Bleibt sofort stehen! Seid ihr Männer oder hohle Männer? Seid ihr verblödet, Junge? Öffnet die Tore! Walter? Seid ihr das? Ja, allerdings. Lasst ihr uns jetzt herein oder nicht? Gut, ja, natürlich. Tor öffnen! Sagt Major Swift, Walter ist hier! Nicht nur Walter. Willkommen, Sir Walter. Sir! Das ist der einzigartige Major Swift. Ah, Walter! Was zum Henker macht ihr hier? Wir wollen zu euch. Ich habe einen Vorschlag. Ihr seid hier, um uns einen Vorschlag zu machen? Ich dachte, ihr rettet uns vor den Legionen der Verdammten. Ben Finn! Schön, euch zu sehen. Dann sind die Legenden über diesen Ort also wahr. Und ob? Ihr habt noch nie so viele hohle Männer an einem Ort gesehen. Wir versuchen seit Wochen, ihnen den Garaus zu machen. Aber dafür machen sie uns den Garaus. Wir haben letzte Nacht gute Männer verloren. Auch Leutnant Simmons. Die Biester kommen heute Nacht bestimmt wieder. Logan hat einfach immer die besten Aufgaben für euch, was? Das gehört zu den Dingen, über die ich mit euch reden wollte. Ist das? Der Prinz. Ja, ich erkläre das. Behandelt ihn bis auf Weiteres, wie alle anderen auch. Natürlich.
Hauptmann Finn zeigt euch den Mörser. Wir können hier jemanden gebrauchen. Trefft mich dann bei der Mauer. Dann mache ich euch mit Grenadier Dusel bekannt. Dem größten Glückspilz hier im Fort. Ihr werdet wohl die ganze Nacht beim Mörser sein. Seht euch erst um. Sprecht mit den Männern. Ihr sollt wissen, mit wem ihr es hier zu tun habt. Okay. Endlich aus dem alten Schloss raus, hä? Es hat lange gedauert, Major. Sehr lange. Okay. Sehr imposantes kleines Dörfchen hier, muss man ja mal sagen. So, der Prinz. Was geht hier also vor sich? Es ist, wie ich gehofft habe. Wie alle gehofft haben. Wir können aber momentan... Ah, doch, hier kann man was machen. Also wir können uns dieser Trank verlorene Gesundheit können wir immer gebrauchen. Wie kauft man sich das? Achso. Was sucht ihr? Ja, ich würde ganz gern kaufen. Feilschen? Wir sollten über den Preis sprechen. Ob wir das mit Pfeifen jetzt unbedingt hinbekommen? In Ordnung. Ihr habt mich überredet. Ich werde euch entgegenkommen. Wir haben alle Sorgen vorrätig. Okay. Wir gut. Haben Ware, die euch gefallen könnte. Viel Spaß. Gut, wir haben uns einen Trank geholt. Zeitverzögerungstrank, das kennen wir ja schon. Haben wir ja ganz viele, aber wir benutzen sie zurzeit nicht. Sollte ich vielleicht mal in den nächsten Parts tun. Haben wir da schon mal geguckt? Zed! Er macht es wieder! Hey, Grove, worum geht's hier? Los, erzähl uns die Geschichte. Würde euch nicht gefallen. Gewalt, Fluchen, Sauforgien. Klingt gut. Klingt gut. Sehr schön hier. Gut, also wir können doch nicht mit so vielen reden. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Oder ich bin gerade wieder zu dämlich, irgendwie was zu checken. So, Mörser. Ihr habt noch nie einen Mörser benutzt? Ist ganz leicht. Okay. Man kann sich natürlich auch immer selbst dabei verletzen, aber ihr lernt das schon. Das ist Grenadier Dusel. Er wird für euch laden. Schön abzutreffen. Es stimmt, was man über mich sagt. Ich bin ein Glückspilz. 724 Verletzungen und nach auf der Posten. Keine Sorge, ihr gewöhnt euch an ihn. Dann ist er nur noch halb so schlimm. Gut, Dusel. Okay. Dann zeigt ihm, wie der Hase läuft. Yes, Sir. Na gut, ich lege mein Leben in eure Hände. Also müsst ihr schon wissen, was ihr tut, okay? Okay. Los, an den Mörser. Wir machen ein paar Schießübungen. Na dann, wenn wir das wohl machen. Also ich muss wieder gedrückt halten. Ich vergesse das immer wieder. Mal sehen, was ihr drauf habt. Seht ihr die Vogelscheuche da? Jagt sie in die Luft. Jetzt ganz genau. Ja, ja. Leb wohl, Vogelscheuche! Das war ausgezeichnet! Okay. Das war in aber Ordnung, einfach. Dusel. Nicht so euphorisch. Ihr wisst, was dann passiert. Kümmern wir uns ums letzte Ziel. Noch eine übrig. Moment, die habe ich nicht ins Spiel gebracht. Oh oh. Beiden waren beste Freunde. Lebt wohl. Der Zombie-Staub brennt in den Augen. Sie kommen von... Da kommen mehr von links. Das hätte ich nicht besser gemacht. Da kommen noch mehr von links. So, dann wollen wir die mal ein bisschen einheizen hier. Schnell! Ihr habt keine Chance.
für den Häcksler. Sehr gut. Ja, aber was ist das Schlimme? Heftig. Wie viele? Heftig! Bin ja bei, Kollege. Ganze Menge. Von links. Ihr habt es so gewalt hier, Freaks. Ist das nicht herrlich? Von links. Ja, sag mal, wie viel kommen denn da noch? Heftig. Ja, links. Hinteren Tor! Geht in Stellung! Zielt auf das Tor! Sie dürfen nicht durchkommen! Was? Ich bin ja schon unterwegs. Ach du Scheiße. Okay, jetzt geht's los, Leute. Ich kann nicht! Sie sind zu stark! Wollen wir mal. Kollege, da ist schon mal wieder. Sehr gut. Heftig. Sie kommen durch die Fenster. Alter, so viel Erfahrung krieg ich sonst nie. Langsam. Heiliger Gott.
lassen können. Ausgezeichnet gemacht. Oh Gott. Das hätte ich nicht besser gemacht. Der Prinz lebe hoch. Okay. Wer stößt mit mir an? Simmons, mein Befehl an euch lautet, unter der Erde zu bleiben. Oh, hört ihr denn keiner mehr auf Befehl? Magic auch mal vorbeizuhören. Oder wir haben sogar drei. Okay, wir haben ihn, oder? Wir haben ihn nicht. Das wäre auch so schön, um wahr zu sein. Werden wir ja wiederbelebt, im weitesten Sinne. Mir geht's aber auf den Keks, dass er immer wieder neue Leute holt. Alter, nee. Puh. Na, wenn man gegen seine eigenen Männer kämpfen muss, ist es bitter. So, dann war euer Vater doch nicht der letzte Held von Albion. Geschafft! Wir haben's endlich geschafft! Die Dichter sollen unsere Geschichte erzählen, wie wir gegen das Unmögliche kämpften und gewannen. Und Ende. Tja, Sir Walter, ihr wart ziemlich gut. Für euer Alter? Ihr auch für einen Tölpel. Das war wie in alten Zeiten, Walter. Wie in alten Zeiten. Also, was sagt ihr? Seid ihr dabei? Mit eurer Hilfe können wir die echte Armee Albions wieder aufbauen und Logan entmachten. Ich habe geschworen, meinem König bis in den Tod zu dienen. Aber so war es nicht gedacht. Man hat sich der alten Wache entledigt und diese neuen Soldaten von Logan interessieren sich nicht für dieses Land oder sein Volk. Unsicher verdienen sie mehr.
Walter vertraut euch völlig, so wie ich, nachdem ich euch im Kampf gesehen habe. Ich bitte euch nur um euren Soldatenschwur. Eure Armee sollte das Volk schützen, statt es zu unterdrücken. Verhelft dieser Uniform zu neuen Ehren. Und denkt an die Gehaltserhöhung. Schnauze, Ben. Okay, ich denke mal, wir sind damit einverstanden. Einverstanden. Ich verspreche es. Tja, hiermit verspreche ich Major Swift zum Anführer der königlichen Armee zu machen. Unsere Unterschrift ist einmalig. Und schon haben wir das neue Portal offen. Das heißt ja, dass wir jetzt neue Gefährten natürlich haben. Wir haben jetzt die Armee hinter uns. Das ist schon mal ein ganz guter Vorteil natürlich. Das sind schon eine ganze Menge. Dies war ein bedeutsamer Tag. Die Hilfe von Major Swift und seinen Soldaten stärkt die Revolution und bringt euch eurem Ziel, der Anführer zu werden, den das Land braucht, einen Schritt näher. So sieht das aus. Dann werden wir uns die Ton ein wenig genauer angucken. Rüpel-Ausdrucksmittelpaket lernen, wie Leute mit den Ausdrucksmitteln beleidigt, draufziehen, lachen und drohen bezwingt und eurem Willen beugt. Das klingt ja nach Negativen. Nahkampfstufe 3. Das klingt sehr gut. Diebstahlpaket. Lernt das Stehen und werdet Meisterdieb. Aber seid vorsichtig, lasst euch nicht erwischen. Schmieden auf Stufe 4. Konditor Stufe 4. Laute auf Stufe 4. Was haben wir hier? Magie Stufe 3. Fernkampfwaffen. Also ich denke, wir machen auf jeden Fall einmal Nahkampf. Das ist klar. Auch unsere Schwerter verändern sich auch farblich. Das ist aber sehr schön gemacht. Und natürlich machen wir auch Fernkampf. Gut, und somit hätten wir das erstmal. Den Rest machen wir später. Vielleicht, wir können uns ja die Truhen immer wieder angucken. Das ist ja das Schöne. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir verlassen die Siegestraße. Weicht Angriffen standardmäßig durch Drücken der Leertaste aus und haltet dabei W oder A, S oder D gedrückt. Also abgemacht. Wir gehen jetzt zurück nach Bowerstone. Dort hoffe ich auf weitere Gefolgsleute. Wir geben euch Bescheid, wenn wir bereit sind. Na dann viel Erfolg, gute Reise und dieses ganze Zeug. Und seht zu, dass die Burschen hier nicht alle umgebracht werden, ja? Wir brauchen jeden Mann. Ihr wisst, wie man die Moral hochhält, Wally. Jetzt verschwindet. Lebt wohl, Freunde. Na los. Ihr wart heute gut. Aber das war erst das Vorspiel. Ja. Im Vorspiel sind wir immer gut. Also, dann werden wir jetzt, denke ich mal, hier auch einen schönen Cut machen. Ja, wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder und ich bin gespannt, wo uns die Reise dann weiterhin führt in diesem Let's Play und ob wir wirklich unseren eigenen Bruder wirklich zur Strecke bringen und ob er wirklich die Kleine umgebracht hat. Also, das ist ja eigentlich immer noch die Frage, die sich immer noch um meinen Kopf tut, aber wir werden es spätestens in den nächsten Folgen irgendwann mal herausfinden. In dem Sinne, Bros und Broninnen, einen wunderschönen Tag für euch. Bei meinen Videos, was hält dich verdammt nochmal auf? Klick einfach hier oben auf Abonnieren. Dir hat das Video gefallen? Gib mir einfach einen Daumen hoch, klick einfach auf Mag ich und schon sehe ich, was euch gefällt und was zum Beispiel nicht. Dir hat das Video gefallen und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden? Dann schreib doch einfach einen, zum Beispiel wie, du bist einfach nur geil. Wenn du mich weiterhin unterstützen willst, kannst du auch das Video, was dir gefallen hat, einfach zu deinen Favoriten hinzufügen, damit deine Freunde wissen, das Video hat dir gefallen. Danke, Bro. Wenn du mir noch weiterhelfen willst, kannst du zudem auf Teilen klicken und auf das Facebook-Symbol klicken. Du solltest einen aktiven Facebook-Account haben und kannst dann zum Beispiel deinen Freunden mitteilen,
einfach mal gucken. Danke, Bros.